Von den Früh- zu den Spätjahren entgegen aller Erwartungen von einer anfänglich größeren Spontaneität zu einer immer festeren, klaren und überschaubaren Ordnung. Das sind ernste und eben an Originalquellen solide belegte Urteile. Nun, die Regierung hatte dem König am 3. und 6. Juni 1886, also wenige Tage vor der Katastrophe, noch 16 Akten zur Bearbeitung und Signatur vorgelegt. Er gab sie bis zum 8. Juni, einen Tag vor seiner Entmündigung, korrekt bearbeitet und signiert zurück. Finanzminister von Riedel hatte unmittelbar nach der Katastrophe vor dem besonderen Ausschuss der Kammer der Reichsräte, das war der erste Untersuchungsausschuss nach der Katastrophe, erklärt, und das steht im Protokoll, er und der bis 1. Juni 1886 diensttuende Kabinettssekretär Schneider, von dem hatte ich Ihnen schon kurz berichtet, hätten den König noch bis zuletzt nicht für geisteskrank gehalten. Ich zitiere den Minister, ich habe ein Bildchen des Ministers dabei. Ich bin ein bisschen hinter dran, ich habe vergessen, auf den Knopf zu drücken. Aber wir holen auf. Seine Majestät hätte nach allen Angelegenheiten so klug und vernünftig zu ordnen verstanden, dass man keine Bedenken haben konnte. Es sei auch nicht die geringste Störung in Staatsangelegenheiten vorgekommen. Sie und Ihre sämtlichen Kollegen, die Minister, könnten schwören, dass Sie bis zur kürzesten Zeit nicht an eine Geisteskrankheit seiner Majestät gedacht haben. Das ist nicht so ohne weiteres vereinbar mit dem, was Sie an traditionellen Auffassungen aus der Feder einiger Historiker kennengelernt haben oder schon wissen. Nun, andere Bereiche des Verhaltens Ludwigs II. Korrespondenzpartner. Der König pflegte im Stil der Zeit eine reiche und persönliche und politische Korrespondenz. Ich habe nur ein paar Namen aufgeführt von Adressaten seiner Korrespondenz, wobei zum Teil die Korrespondenz publiziert ist, aber es gibt noch einige weitere. Und ein Urteil dazu, Prinz Ludwig Ferdinand von Bayern, Neffe des Königs, den ich auch noch persönlich kennengelernt habe, denn er hat in Nymphenburg als Gynäkologe praktiziert, noch in alten Jahren, ich bin in Nymphenburg aufgewachsen, der König hat noch am 3. und am 10. Juni, am 10. Juni bereits nach seiner Entmündigung, und zwar vor dem Eintreffen der zweiten Kommission, die ihn dann festsetze, je einen klaren, vernünftigen und auf aktuelle Fakten bezogenen Brief geschrieben. Und der Sohn von Ludwig Ferdinand, Prinz Adalbert von Bayern, Historiker, berichtete, dazu, meine Mutter Maria de la Paz, das war die spanische Infantin, die mit Ludwig Ferdinand verheiratet war, konnte in seinen Gesprächen nichts Anormales entdecken. Seine etwas schwülstigen Briefe bieten keine Anzeigen von geistiger Störung. Seine Korrespondenz mit Wagner war ausgesprochen schwülstig. Sein geheimnisvolles und im Allgemeinen sehr zurückhaltendes Wesen erhöhten auch für das Volk den Nimbus königlicher Majestät, worauf er auch besonders hielt, darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Und zur politischen Korrespondenz habe ich Ihnen ein Zeugen mitgebracht, nämlich Bismarck, der bemerkenswerterweise in Bayern immer als der größte Feind Ludwigs gilt. Er war der bedeutendste Unterstützer des Königs. Und jetzt Zitat, ich bin aber mit ihm bis an sein Lebensende in günstigen Beziehungen mit verhältnismäßig regen brieflichen Verkehre geblieben. Die Welt wird ihr Urteil über König Ludwig bedeutend ändern, wenn man auch in seine staatsmännische Korrespondenz Einsicht nehmen kann. Nun, wie gesagt, die politischen Aktivitäten des Königs hat Botzenhardt, den ich schon mal zitierte, gründlich analysiert, mit dem Ergebnis, dass Politik in seinem Leben, ich zitiere, eine wesentlich größere Bedeutung hatte als bisher bekannt. Er ließ sich dabei von nachvollziehbaren Überlegungen leiten. Botzen hat ausdrücklich gesagt, dass im Vergleich mit den Fürsten in
regierenden Fürsten in Deutschland eher mehr sinnvolle politische Aktivität bewiesen hat. Als große Zielfelder der Politik des Königs nennt Botzenhardt drei Bereiche. Einmal das monarchische Prinzip konservieren. Das haben wir ja schon am Anfang gesehen, was ihm das bedeutete. Zweitens die bayerische Unabhängigkeit erhalten. Und drittens nach 1871, nach dem Bayern ins Deutsche Kaiserreich integriert wurde, die Sonderposition Bayerns zu bewahren. Nun, wir haben also gesehen, was der König geleistet hatte, seine administrativen Leistungen und so weiter. Nur was er tatsächlich versäumt hat, waren die repräsentativen Pflichten. Sich seinen Untertanen im Herrschergestus und als Landesvater hinreichend oft zu zeigen und den Kontakt mit den führenden Persönlichkeiten seines Königreichs zu pflegen. Und der Verzicht auf dieses wichtige Instrument monarchischer Machtausübung ist wahrscheinlich auch heute noch ein Instrument der Machtausübung, war zwar auch kein Zeichen von Geisteskrankheit, wurde ihm aber im Gutachten von Guttens zusammen mit den langen Abwesenheiten von der Residenzstadt München als solches ausgelegt. Nun kommen wir auf die medizinisch-psychiatrische Ebene und die Frage, ob hier verlässliche Symptome von Geisteskrankheit vorhanden waren. Der Obduktionsbefund, der zur Verfügung steht, und wir haben das Protokoll, zeigte keine wesentlichen Verletzungen der Körperoberfläche, also keinen Schuss. Wenn Sie hören, lesen immer noch irgendwelche Leute, die behaupten, er habe zwei Schusslöcher gehabt. Vor kurzem ist jetzt auch noch ein Mantel, der als der letzte Mantel behandelt wurde, untersucht worden, und die Löcher darin sind mehr auf Mottenfraß als auf Schuss zurückzuführen. Jedenfalls, die Obduktion, das muss man dazu sagen, fand auch vor einem großen Kreis von Zeugen statt, auch von unabhängigen Zeugen, zum Beispiel der Mediziner Zimsen. Jedenfalls wäre es überhaupt nicht wahrscheinlich oder glaubhaft, dass hier etwas verschwiegen wurde, was bei der Obduktion gefunden wurde. Nur was noch gefunden wurde, war ein subtotaler Zahnverlust und hat in der Tat sowohl beim Kauen als beim Sprechen schon erheblich, also auch in seiner Mimik erhebliche Schwierigkeiten gehabt. Und das ist jetzt der interessanteste Befund, ich habe Ihnen ein Schema des Gehirns gezeichnet, damit Sie eine klare Vorstellung bekommen können, worüber ich Ihnen jetzt berichten werde. Was rot oder rötlich gefärbt ist, sind Veränderungen, die ich berichte. Je röter, umso schwerer, und der schwarze Fleck da oben ist eine Kalkablagerung. Also wie gesagt, es fanden sich über den vorderen Abschnitten des Gehirns narbige Veränderungen der Hirnhäute, vor allem der Dura und der Arachnoid, also der harten Hirnhaut und der Arachnoida. Und über den narbigen Verdickungen fanden sich wahrscheinlich durch Druckwirkung in der Wachstumsphase entstandene Verdünnungen der knöchernen Schädelkalotte. Darunter einige wahrscheinlich auf gleiche Weise entstandene, eng umgrenzte flache Verdünnungen vorderer Hirnwindungen, aber keine Hirnatrophie, also keine Verminderung der Hirnsubstanz im Ganzen. Nun, wir haben die Ursache, die bis dahin unbekannt war. Wir haben jedenfalls keine Quelle gefunden, wo sie beschrieben wurde. Jetzt müsste man vielleicht dazu sagen, so als Abschweifen von der Sache, die letzte Bibliografie über Veröffentlichung über Ludwig hat sie 1886 verzeichnet, 2872 Veröffentlichungen über den König. Und inzwischen ist die Zahl noch weiter angewachsen. Ich habe gerade vorher erzählt, seit dem 1. Januar sind schon mehr als 20 Bücher über den König erschienen. Also, wie soll man sagen, die Literatur ist gewaltig. Nur zurück zum Thema. Wir fanden also in der Quellenarbeit, dass Ludwig im Alter von 7 Monaten sich wahrscheinlich bei seiner wegen einer hochakuten eitrigen Meningitis erkrankten Amme
Und diese eitrige Meningitis ist durch Sektion bewiesen, sodass das also nicht fragwürdig ist. Und die sind wenigen Tagen verstorben. Wahrscheinlich ist er dort durch diese eitrige Meningitis angesteckt worden. Er erkrankt jedenfalls sofort mit hohem Fieber und schwer, also auch lebensgefährlich. Glücklicherweise ist diese Meningitis ausgeheilt, und zwar als Haubenmeningitis. Das ist eine Form, die sich beschränkt auf die vorderen Abschnitte des Gehirns. Haube ist also das ähnliche Bild. Und damit ist natürlich der übrige Teil des Gehirns oder der Hirnhäute unbeschädigt geblieben. Nur diese Hirnhautveränderung, diese narbigen Veränderungen erklären natürlich, dass Ludwig sein Leben lang unter heftigen Kopfschmerzen litt. Das ist eine klassische Folge dieser Hirnhautveränderungen. Wahrscheinlich sind auch seine Schlafstörungen darauf zurückzuführen. Nun, das psychiatrische Gutachten von Guttens haben wir nun hinsichtlich aller angeblichen Symptome von Geisteskrankheit, trotz der fragwürdigen Beweislage, das hatte ich Ihnen ja gesagt, sowohl im damaligen Verständnis einer dürftigen Psychiatrie, und hier habe ich zwei Bücher, die wesentliche Grundlagen dessen, was von Gutten hätte anwenden müssen, darstellen, und von Gutten hat sie sicher gekannt, denn es waren für diese Bereiche jeweils beherrschende Publikationen. Also nach dem damaligen Wissen und nach heutigem Wissen haben wir geprüft, ob die von ihm beschriebenen Symptome eine geistige Störung, eine Geisteskrankheit wahrscheinlich machen, beziehungsweise ob sie überhaupt als solche interpretiert werden können. Ich meine, aus Zeitgründen ist es mir nicht möglich, alle einzelnen Symptome jetzt aufzuführen. Es ist zwar eine Liste da, aber das ist viel. Jetzt bitte ich Sie nur mal, ein paar Dinge habe ich Ihnen ja schon genannt, mit mir anzunehmen, dass kein einziges der von Guttens aufgeführten Merkmale die Annahme einer Geisteskrankheit verlässlich stützt. Kein einziges. Nun, zu den inhaltlichen Problemen des Gutachtens kommen noch formale, die ich hier nochmal zusammenfassen will. Erstens, der Gutachter war nicht unabhängig vom Auftraggeber, das ist Ihnen ja deutlich geworden. Zweitens, das Ergebnis hat er vor der Beweiserhebung dem Auftraggeber bereits verkündet. Drittens, seine Beurteilungsgrundlage war weder umfassend noch objektiv. Und viertens, trotz fehlender Untersuchung hat er sich nicht bemüht, die Befunde der Leibärzte zuzuziehen. Mal sagen, die gibt es. Wir haben beispielsweise den Originaltext des Leibarztes von Kietl von seinem Ururenkel bekommen, und der beschreibt in diesem Originaltext über das ganze Leben des Königs hinweg eine Zusammenfassung seiner Befunde. Also eine hochinformative Geschichte, und interessanterweise ist das alles bisher unterhalb der Bekanntheit, wenn ich das mal so formulieren darf. Nun, das Letzte ist noch, wenn man sich klar macht, dass Gutten den Auftrag hatte, den König zu begutachten auf Regierungsfähigkeit oder Nichtregierungsfähigkeit, Auftrag hat, ihn festzunehmen und ihn einzuschließen und außerdem den Auftrag, ihn zu behandeln, dann muss man sagen, das ist natürlich nicht miteinander vereinbar. Nur das hat schon mein Kollege Hippius im Jahr 2007 gesagt, und deswegen zitiere ich das hier. Nun, nach der Entmündigung und Entthronen des Königs reiste die Kommission, die ihm den Bericht überreichen sollte, mit dem Brief des Prinzen Luitpold. Vorher hat Luitpold sie noch in sein Palais zu Tische geladen. Die reiste also mit einem Sonderzug unter Vorsitz des Ministers von Greilsheim, den Sie hier sehen, nach Schwangau. Erst haben sie natürlich den Gasthof Alpenrose aufgesucht und dort ein Souper de Sa Majesté le Roi eingenommen. Ich habe Ihnen die Speisekarte mitgebracht. Die ist noch nicht so interessant wie das, was getrunken wurde. Es waren 12 Personen und 10 Flaschen Champagner und 40 Maß bayerisches Bier muss den Durst wirklich vertrieben haben. Jedenfalls ist die Kommission dann in tiefer Nacht vor dem Schlosstor Hohenschwanstein erschienen, um dem König wirklich zu informieren über seine Entmündigung und Absetzung und ihn festzunehmen.
Nur vor dem Schlosstor standen Füßner Gendarmen mit geladenen Gewehren und Feuerwehrleute, die der König erbeten hatte zu seinem Schutz. Und sie haben dann die Mitglieder der Kommission auf Befehl Ludwigs zum Schloss Hohenschwangau begleitet und dort eingeschlossen. Und sie haben sie natürlich auch dabei gegen Lynchjustiz geschützt, denn die Bevölkerung, die Holzhacker und Bauern sind natürlich dort erschienen und wollten den König schützen gegen seine Feinde. Nun, die Kommission ist dann am selben Nachmittag wieder freigelassen worden und konnte nach München zurückkehren, nicht gerade mit einem Erfolgserlebnis. Und am nächsten Tage wurde dann nur der Psychiater von Gudden, sein Assistenzarzt Dr. Müller mit 4 Irrenpflegern und ausgerüstet mit Chloroform, Stricken und einer Zwangsjacke. Zwangsjacke hatte ich mitgebracht, damit Sie sehen, wie so ein Ding ausgesehen hat. Nach Neuschwanstein entsandt. Interessanterweise ist von der Regierung keiner mehr mitgegangen und von der Familie schon gar nicht. Das ist natürlich später nicht als sehr vornehm bezeichnet worden. Nun, autorisiert waren sie durch ein kurzes Handschreiben des Prinzen Leopold, das Gauweiler beispielsweise schon in seiner rechtlichen Unzulänglichkeit kritisiert hat. Und sie haben den König festgenommen, die Irrenpfleger, unter Regie von Guddens. Der König hat dagegen protestiert und er hat protestiert, dass man ihn ohne Untersuchung für geisteskrank und regierungsunfähig erklärt. Er hat mehrmals Gudden vorgehalten, dass man als Arzt nicht jemand ohne Untersuchung als geisteskrank erklären kann. Dann wurde er im verschlossenen Wagen nach Schloss Berg überführt und dort waren in den 2 Räumen, die für seinen Aufenthalt vorgesehen waren, die Türschlösser beseitigt und durch 3 Kantschlösser aus der Anstalt ersetzt, Sehschlitze in die Türen gesägt, damit man ihn beobachten konnte und scharfe Messer entfernt und so weiter. Und dagegen protestierte der König erneut. Dennoch aber verhielt er sich in dieser extremen Situation interessanterweise stets angemessen und würdig. Er hat keinen Erregungszustand geliefert. Nun am Abend des 13. Juni 1886 hatte Ludwig Gudden zu einem Spaziergang im Park befohlen. Nun, die zu seiner Begleitung nachgesandten Pfleger, das sind natürlich Bilder, Aquarelle, aber einfach nur zur Veranschaulichung. Den zur Begleitung nachgesandten Pfleger hat Gudden zurückgeschickt, obwohl er selbst vorher noch gesagt hatte, man müsse die Suizidgefahr des Königs mit besonderer Aufmerksamkeit beachten. 5 Minuten oder 10 Minuten vor dem Spaziergang hat er aus Berg, vom Post am Berg, nach München von Lutz, an seinen Auftraggeber, wenn Sie so wollen, telegrafiert. Ich zitiere daraus: Hier geht es bis jetzt wunderbar gut. Persönliche Untersuchung hat übrigens das schriftliche Gutachten nur bestätigt. Aber niemand hatte den König untersucht. Und eine Bestätigung des Gutachterurteils war aus dem Verhalten des Königs schon gar nicht ableitbar. Nun, nachdem beide Spaziergänger nicht rechtzeitig zurückgekehrt waren, wurde der Park abgesucht. Man fand die Leichen der beiden im flachen Wasser. Sie waren offenbar angetrieben worden. Von Guddens Leiche zeigte ein Bluterguss an der rechten Schläfe, wohl Folge eines Faustschlags, so ist es auch bei der Ermittlung gedeutet worden, eine tiefe Kratzspur im Gesicht und Würgemale am Hals. Die Leiche des Königs zeigte keine wesentlichen Verletzungen, das hatte ich Ihnen ja schon aus dem Sektionsprotokoll berichtet. Wöpking kam in einer Analyse der Ermittlungsakten 1886, wozu er dann auch Akten aus dem Geheimen Hausarchiv zur Verfügung gestellt bekam, zum Urteil, der König sei mit der Absicht, Suizid zu begehen, in den See hinausgelaufen. Ich zeige Ihnen jetzt das Bild, das ist aus den Ermittlungsakten. Das hat, glaube ich, ein Mitarbeiter des Amtsrichters aus Starnberg gezeichnet. Sie sehen hier, wo der König, die Spuren sind aus den Trittspuren auf dem Grund des Sees rekonstruiert.
Und hier, wo das Bild Gutten steht, ist das See zertreten oder der Grund des Sees zertreten und es sind Spuren eines Kampfes. Und dann läuft der König alleine weiter hinaus, um sich zu ertränken. Gutten ist näher am Ufer zu Ende gekommen. Nun, die Deutung, die Wöbking den Ermittlungsergebnissen gab, und die war auch damals schon vertreten, war, dass also der König in den See lief, um Suizid zu begehen. Gutten sei ihm gefolgt, um ihn zurückzuhalten, und beim Versuch, sich freizumachen, habe der König von Gutten die beschriebenen Verletzungen zugefügt und ihn ertränkt. Und danach habe er sich selber ertränkt. Nun, verlässliche Quellen, die diese gut belegte Erklärung aus den Angeln heben, sind bisher nicht gefunden worden. Was viele Autoren nicht daran hindert, weiter vom ungeklärten Tod des Königs zu sprechen. Auch die Medien sprechen davon. Ich muss vielleicht sagen, wir haben diese Ermittlung selber nicht erneut gemacht, sondern wir stützen uns auf das, was Wöbking an Quellen hier bearbeitet hat und haben das als verlässlich belegt. Nun, ein Stückchen weiter zum Verfahren. Von wem und aus welchem Motiv wurde dieses fragwürdige Entmündungs- und Entmachtungsverfahren gegen den König eingeleitet? Nun, Ludwig II. War nicht der erste wittelsbachische Fürst, der für Bau und Einrichtung überdimensionaler Schlösser mehr Geld ausgegeben hat, als ihm zur Verfügung stand. Wer in Heidelberg, Mannheim und Schwetzingen lebt, kann dies unmittelbar in diesen Schlössern sehen. Am 1. Juli 1834 hatte sein Großvater Ludwig I. das Gesetz, ich zitiere, die Festsetzung einer permanenten Zivilliste betreffend erlassen. Mit diesem Gesetz war geregelt, dass dem König für alle seine Ausgaben nur die Mittel zur Verfügung standen, die ihm aus Erträgnissen königlichen Eigentums und aus regelmäßigen Zuweisungen des Staates, der sogenannten Apanage, zufloss, und das war seit 1877 jährlich 4,23 Millionen. Also Staatshaushalt und Kabinettskasse waren präzise getrennt. Von 1873 an flossen der Kabinettskasse Ludwigs II. Außerdem jährlich 270.000 Mark aus Bismarcks Welfenfonds zu. Eigentlich waren es 300.000, nur 30.000 davon wusste Graf Hollenstein abzuzweigen als Provision dafür, dass er angeblich diese Zahlung vermittelt habe. Nun, aus der Zivilliste mussten auch der Unterhalt der Königin, auch der Unterhalt der noch nicht volljährigen Prinzen, der Söhne und der unverheirateten Prinzessinnen bestritten werden. Nun, Ludwig hat ausschließlich zu seinen eigenen und zu Lasten der königlichen Familie und nicht, wie dennoch oft behauptet, das habe ich Ihnen wieder hier mal mitgebracht, dass Sie wieder die andere Seite auch zur Kenntnis nehmen können, nicht zu Lasten des Fiskus Schulden gemacht. Nur die wachsenden Ausgaben für Bau und Ausstattung seiner Schlösser und für Separatvorstellungen von Schauspiel und Oper in München, die Ludwig wegen seiner Menschenscheue oder seiner sozialen Phobie anordnen ließ, es waren bis 1885 insgesamt 206, führten ab 1877 zur Verschuldung der Kabinettskasse. 1883 waren 5 Millionen, 1884 7,5 Millionen Mark an Schulden aufgeladen. Sie können das ruhig mit vielleicht 7 bis 10 multiplizieren und haben ungefähr den Wert, den das heute ausmachen würde. Dem damaligen Hofsekretär Pfister gelang es, Bismarck zu einer nochmaligen Dotation des Königs in Höhe von 1 Million Mark zu bewegen. Also der hat ihn nicht umgebracht. Als bekannt wurde, dass der König noch ein weiteres Bergschloss Falkenstein, das sehen Sie hier als Idealzeichnung noch, und bald auch noch ein königliches Schlösschen, ein chinesisches Schlösschen plante, suchten die präsumptiven Thronfolger des kinderlosen Königs nach Wegen, den weiteren Anstieg des Schuldenbergs zu stoppen.
der königstreue Finanzminister von Riedl, den zeige ich Ihnen ausnahmsweise mal als Karikatur der Zeit, denn im selben Jahr hat er eine Beamtengehaltsaufbesserung abgelehnt. Daher kommt das, das Bildchen. Der königstreue Finanzminister von Riedl vermittelte jedoch gegen den Wunsch der leopoldinischen Prinzen dem König Ende Mai 1884 ein Darlehen in Höhe von 7,5 Millionen Mark mit einer Laufzeit von 16,5 Jahren und 5% Zins. Prinz Ludwig, also der spätere Ludwig III., hat versucht, das Darlehen über einen Freund im Aufsichtsrat der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank, ebenfalls einer aus der Familie Hollenstein, zu verhindern, aber der Versuch scheiterte. Es kam dann zum Darlehensvertrag und Prinz Leopold und sein Sohn Prinz Ludwig mussten auf diesem Darlehensvertrag eine Formulierung unterzeichnen, ich zitiere wieder, für den Fall des Eintretens einer Reichsverwesung, was erst 2 Jahre später der Fall war. Die Banker waren aber so klug, dieses Risiko einmal zu vermuten und sich decken zu lassen. Also für den Fall des Eintretens einer Reichsverwesung ihre Zustimmung zur vollständigen Tilgung des Darlehens aus der Zivilliste geben, wenn das hinterlassene Allodialvermögen seiner Majestät dazu nicht ausreichen würde. Das haben sie unterzeichnet auf dem Vertrag und damit sind sie eine Bürgschaft für das Darlehen eingegangen. Meine, tatsächlich hat die vollständige Tilgung des Darlehens bis 1901 gedauert. Sie war allerdings erleichtert durch Aufführungstantiemen der Opern Richard Wagners. Ludwig war so klug und hat mit Wagner einen Vertrag geschlossen, der ihm die Hälfte von Aufführungstantiemen, zum Beispiel des Rings, zufließen ließ. Fantastische Geschichte. Also ganz unklug waren die Wagner gegenüber nicht, auch wenn sie ihn sehr finanziert hatten. Nun, 1885 waren die Schulden um weitere 6 Millionen gestiegen und erreichten am Ende, also 1886, 14 Millionen. Der König bemühte sich verzweifelt bei zahlreichen Adressen um Kredite. Bismarck empfahl ihm, an den Landtag heranzutreten. Aber diesen Weg und alle Kreditangebote blockierte die Regierung. Denn die Planung des Entmündigungsverfahrens war in vollem Gange. Und man muss vielleicht dazu sagen, das Entmündigungsverfahren abzubrechen oder zu scheitern, hätte diejenigen, die das Verfahren betrieben, mit einer Anklage wegen Hochverrats, und das war damals sehr hoch mit Strafsanktionen bedroht, hätte sie damit konfrontiert. Nun, noch ein paar persönliche Dinge über Ludwig. Ich muss das ganz kurz machen, habe eh schon ziemlich lange geredet. Um ihn und seine großartigen Bauten und seine Verstrickung verstehen zu können, muss wohl auch seine außergewöhnliche intellektuelle und Fantasiebegabung und vor allem sein enormes Interesse an klassischer Literatur, an Theater und Musik, an Architektur und bildender Kunst gesehen werden. Ich meine, einen Intelligenztest haben wir natürlich nicht. Ich habe ihn deswegen eine Zeichnung, die er selbst angefertigt hat, als 15-Jähriger mitgebracht, die nur einfach zeigt, dass er wirklich eine sehr differenzierte und natürlich auch schon anspruchsvolle Zeichnung in dieser Zeit geleistet hatte. Nun, er hat sich früh für Schriften und für die Musik Richard Wagners bedeutet, auch den Komponisten nach Thronbesteigung rasch an seinen Hof geholt. Seine künstlerischen Interessen, seine Ideale und seine überreiche Fantasie hatte mit seinen realpolitisch nicht mehr realisierbaren Fiktionen von einem glanzvollen, absoluten Königtum im Stil Ludwig des 14., das Ludwig der 14. und die französische, der Absolutismus und aber auch die Familie, die hat er in seine majestätischen Bauprogramme investiert. Nun, diese Passion, also diese Baupassion, wenn Sie so wollen, nahm nach dem Souveränitätsverlust seiner Krone im Deutschen Kaiserreich 1871 in starkem Maße zu. Ich meine, das ist der Spiegelsaal aus Herrn Chiemsee, der sogenannte Ochsner. Ich bringe Ihnen das nur, um Sie zu erinnern, wie reich die Ausstattung ist. Und die ist natürlich nicht nur an der Oberfläche, sondern die ist auch viel mit Halbedelstein, mit hohem Wert und hoher künstlerischer Leistung erbracht. Er hat selber bis ins Detail mitgewirkt. Nun,
Ich habe gesagt, dass die Gründung des Deutschen Kaiserreichs und der Verlust der Souveränität Bayerns das tragischste und das ihn am meisten belastende Ereignis in seinem Leben war. Hier ist ein Bild, wo Sie in der Mitte Kaiser Wilhelm I. umgeben von den deutschen Königen und Großherzögen, 14 an der Zahl, sehen. Sie sehen auch, Ludwig ist hier untergeordnet deutlich, und Sie sehen auch, dass der Kaiser natürlich einen größeren Kopf hat als die anderen. Das war damals eine Form, um in bildlicher Darstellung die größere Bedeutung hervorzuheben. Sie kennen in Bayern den Begriff des Großkopferten, der kommt daher. Nun, Ende 1885 wurde die Kabinettskasse des Königs sistiert, weil Klagen eingegangen waren. Und der König war gehindert, neue Aufträge zu vergeben. Und darüber geriet er in der Tat in eine Verzweiflungsphase. Er klagte, dass er ohne Weiterzubau nicht leben könne und drohte mit Selbstmord oder mit Auswanderung. Nun, weitere Frage: Was ist der Grund für Ludwigs Versäumnis der repräsentativen Pflichten? Mit dem Übertritt ins Erwachsenenalter entwickelte sich aus einer wirklich erheblichen kindlichen Schüchternheit eine soziale Phobie, nämlich die Angst vor der Entwertung oder Verachtung durch andere Menschen. Und vor gesellschaftlichen Ereignissen, etwa einem Festdiner, steigerte sie sich bis zur Panik. Ich habe Ihnen gesagt, dass der Vater dieselben Symptome hatte. Der Leibarzt von Gietl hat beispielsweise eine ganze Nacht in einem solchen panischen Angstzustand mit Max II. Zugebracht. Die Vermeidung von Anlässen der Angst, ein Symptom der Phobie, die Vermeidung, die förderte den Rückzug des Königs aus der eigenen Familie, aus Regierungskontakten und aus dem gesellschaftlichen Leben seiner Hauptstadt. Diese sozialen Ängste sind wahrscheinlich durch die homoerotische Betätigung des Königs und durch den Verlust nahezu aller Zähne verstärkt worden, was ihn ja, wie ich sagte, ästhetisch und beim Sprechen beeinträchtigt hat. Nun, von Kindheit an ist bei Ludwig ein Dominanzbedürfnis zu registrieren, ein erhebliches, was auch sein Bruder gegenüber ausagiert hat. Und später ging es über in eine zunehmende Neigung zur Übertreibung seiner herrscherlichen Würde. Und dies führte mitunter, man kann es ruhig sagen, zu dünkelhaften Auftreten des Königs und hat sicher zu dem ernsten Zerwürfnis mit seinen präsumptiven Nachfolgern, dem Prinzen Luitpold und seinem Sohn Ludwig, beigetragen. Das hat kürzlich auch Bozenhardt eingehend analysiert. Wir haben es auch im Buch mit Belegen dargestellt. Nun, ein Sonderproblem war dann noch die homoerotischen Kontakte, und zwar die Kontakte mit ungebildeten Hofpersonal. Es war immer schwieriger für ihn, homoerotische Partner auf selben Niveau zu finden. Die haben die Atmosphäre am Hof zunehmend verändert, vergröbert und zum Verlust von gebildeten und qualifizierten Hofbeamten geführt. Und ein erhebliches Risiko ging er ein, in den letzten Jahren mit dem sexuellen Missbrauch junger an seinen Hof befohlener Reitersoldaten, die Schwolle Schäß. Sie sehen hier den König.